und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, die Siedler 2 Gold Edition mit mir, dem Retro Gamer. Wir befinden uns nach wie vor in Afrika. Der Gelbe ist besiegt, der Lilane hat auch schon reichlich Federn gelassen gegen uns. Und wir arbeiten uns jetzt so langsam hier vor. Oh, da wird... greift mich rot an. Was war noch mit dem General? General Bergfrühling. Aber hat geklappt. Oh, ein Goldbergwerk ist verbraucht. Wir werden angegriffen. Militärgebäude besetzt. Alles klar. Probiere ich mal eine weitere Holzproduktion aufzubauen. Und Lagerhaus ist hier auch im Bau. Einfach weil das ansonsten von hier ganz hinten kommt. Das ist dann doch schon ein bisschen Argstrecke. So, und du kannst hier im Übrigen Feier machen. Sperrturm, dann ziehe ich ein bisschen das erkundet. So, aktuell haben wir jetzt in diesem Moment alle gebauten Bergwerke wieder besetzt. Aber mit der Nahrung kommen wir sowieso nicht hinterher, deswegen macht es keinen Sinn, weiter das schon mal zu bauen. Da könnte ich noch einen Steinmetz bauen. Das ist ja noch so ein Hauch von Stein. Da könnte ich mal auch gucken, was da drin ist. Hier war ja noch ein Hauch von Kohle drin. Sieht so eine Statistik aus. Rot hat schon ein bisschen was verloren am Militärmacht. Ich allerdings auch. Lila ist auch ein bisschen tiefer. Lila nach wie vor ohne Generäle, geschweige denn Münzen, Einwohner. Deutlich zurückgegangen, Gebäude, Lila deutlich zurückgegangen. Landesgröße auch zurückgegangen. Ein Lager ist fertig, das ist auch schön. Machen wir doch hier jetzt mal
Spielziele gerade noch rausgehen, weil das recht wenig sind und dann. Alles klärchen, kommen die Schützen. So, Münzen will ich hier nicht drin haben. Schwerter, Schilder auch nicht. Können dann mal weiter. Können. Das da ebenso. Da wieder ein paar mehr Soldaten. Wenn das da abgebaut ist, kann ich auch noch den Turm und die Wachstube da hinten abreißen. Die Festung besetzen. Kann ich nämlich den hier abreißen. Okay, so viel dazu. Das war so nicht geplant. Ja, okay, dann bauen wir halt hier noch ein Sägewerk hin. Da habe ich die Reichweiten falsch eingeschätzt von dem von der Wachstube und der Festung, aber okay. Bergwerk ist verbraucht, also weg. Gebäude besetzt, damit da keine Münze hinkommt. Spätung ist besetzt, das ist schön. Der Rote ist hier immer noch nicht in Sicht. Eisenbergwerk ist verbraucht. Kohlebergwerke wieder dazu. Das Forsthaus ist besetzt, das ist ebenso. Thank you.
ganz hinkommen. Mittlerweile 20 Münzen drin und nicht eine einzige, die hier runterwandert. Das ist echt unglaublich. Aber da sind ja noch genug unterwegs. Aber hier ist man mittlerweile fertig. Ein Eisenbergwerk ist verbraucht. Dann Abriss. Oh. Unglaublich, die erste Münze. Gleich noch ein paar mehr. Und eine unbesetzte Wachstube. Gewundert, eigentlich müsste ich doch Förster haben. Ne, Planierer, Förster. Nee. Gut, dann. Weg mit dir. Aber zwei Förster sollten eigentlich gegen drei Holzfäller ankommen. Abgerissen werden können. Das Katapult ist mal wieder zu dämlich. So, da habe ich. Da habe ich. Das heißt, das Katapult ist definitiv safe. Dann reiße ich das hier auch mal ab. Anders.
schön. Den Weg weg, damit mir die da nicht weglaufen. Wenn ich da gleich die Generäle weghole. Auch zu blöd. Manche Katapulte sollten dringendst Zielwasser trinken. Aber okay. Wie sieht's hier aus? 11 Bretter. Na, das geht doch. Es läuft. Das nächste Goldbergwerk. Okay. Gar nichts. Dann kann ich die Datei auch abreißen. Dementsprechend den auch. Kann ich hier entsprechend Personal frei machen. Erklär mir mal doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt erklär mir doch mal einer, warum der da nicht schießt. Kohle, Gold. Gold ist hier unten an der Spitze. Zwei neue Goldbergwerke.
Beides brauche ich's ja nicht. So, der dürfte auch gleich weg sein. Dann kann ich da die ein bisschen abreißen. Bestände. Dann kannst du weg, dann kannst du weg, dann kannst du weg. Jetzt gleich ein paar mehr Generäle, 14 habe ich wieder auf Lager. So, da könnte ich hier ja auch mal einen Holzfäller hinsetzen, der das hier für mich ein bisschen blank putzt. Genauso wie hier ein Holzfäller hin kann. Was ich nicht verstehe ist, das Lager mit den Goldmünzen ist ja direkt ums Eck. Aber es werden einfach keine ausgeliefert. Da habe ich jetzt also gar nicht mitgerechnet.
Speer, komm, da ist er ja. Da hat er eine Münzbrecherei. Ist ja schön, dass er die gebaut hat, ohne Gold zu haben. Lassen wir dich mal ab. Produziert alles so langsam vor sich hin. Nicht gespeichert, alles klar. Dann heißt es auch wieder ciao für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat,
Lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.